Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück hier bei No Real Life TV, hier ist euer Trendy. Wir spielen heute mal Kinect Sports Rivals, heute erschienen von Microsoft Studios. Ja, ich habe gestern Abend schon mal reingeguckt, habe dort meinen Charakter erstellt. Leider kann ich jetzt nicht nochmal neu erstellen, das ist eine ziemlich lustige Sache. Das Licht war allerdings zu dunkel, deswegen sehe ich eigentlich gar nicht so aus, wie er mich dort darstellt. Ich habe jedenfalls keine schwarzen Haare. Aber okay, wir werden einfach mal loslegen und auf Spielen klicken. Probieren wir einfach mal die ganze Zeit nur das Kinect-System zu benutzen, den Controller wegzulassen. Ja, hier sind wir. Und wir beginnen einfach mal mit dem Training, weil was anderes können wir im Moment auch noch gar nicht auswählen. Los geht's. Also Grünschnabel, auch rein, Brust raus. Der Trainer erklärt dir jetzt, wie du dich da draußen nicht komplett blamierst. Nur die Harten kommen in Karten. Um dein Gefährt zu steuern, streckst du im Sitzen oder Stehen beide Hände aus. Wie auf dem coolen Motorrad, von dem du immer geträumt hast. Schließ die rechte Hand und ab geht die Post. Spür den Wind. Zu schnell für dich? Öffne die rechte Hand und werde langsam. So kommst du auch besser um scharfe Kurven. Um das Baby zu lenken, ziehe die eine Hand zum Körper und drücke die andere nach vorn. Konzentrier dich. Denk an einen Lenker, nicht an ein Lenkrad. Lass die Hände gerade. Steuere und lehn dich dabei zur Seite, um Kurven zu schneiden. Oder lass es und werde Letzter. Dein Feld. Jetzt übernimmst du und zeigst mir, was du gelernt hast. Trainer, aus! Alles klar, dann geht's los. Oh, ganz allein. Auf die Plätze! Okay, und jetzt schwing dich um den Kurs, wenn du soweit bist. 3, 2, 1. Und los geht's! Los! Ich muss dazu sagen, ich habe die Demo damals schon gespielt und es ist natürlich jetzt ein bisschen low. Alles okay, weiter so. Ich ungefähr weiß, wie das funktioniert. Oh, oh, oh. Du lebst wirklich überaus gefährlich. Komm. Yo. Genau ja, so macht lang. Man's nicht. Und aus und hat einen praktischen Nutzen. Ja, die Steuerung ist wirklich bisher jedenfalls vom Gefühl her sehr direkt, sehr gut. Er macht wirklich das, was man will. Gut. Scheint fast, als hättest du doch aufgepasst. Immer langsam mit den jungen Pferden. Noch ein bisschen und das Power-Up ist aufgebraucht. Zu deinem Glück kennt mein Wissen keine Grenzen. Hier wird noch eine ganze Auswahl von Power-Ups zur Verfügung stehen. Aber jetzt bekommst du erstmal einen Wave Racer und einen schönen, soliden Schuh. Du kannst für jedes Event einen Ausrüstungsgegenstand, also ein Power-Up, wählen. Einige stören deine Gegner, manche halten sie dir vom Leib und andere verbessern deine Fähigkeiten. Um dein Power-Up einzusetzen, sag seinen Namen, wenn es voll aufgeladen ist. Kein Hexenwerk, aber es funktioniert. Wenn du die Power-Up-Geste versuchen willst, heb dein Knie an und stampfe mit dem Fuß. Benutzt du Power-Ups, musst du sie wieder laden, sonst könnte ja jeder auf dicke Hose machen. Durch Publikumslieblinge, wie etwa Sprünge, laden sie schneller. Jede Disziplin hat Publikumslieblinge. Auf dem Wasser sind Tricks gefragt. Spring von der Rampe und lehn dich vor oder zurück für einen Vor- oder Rückwärtssalto. Dann aufrichten und wie ein Profi landen. Tritt weiter an, um Ausrüstung freizuschalten, die mehr Bums hat oder sich schneller auflädt. Echt purer Luxus.
Nimm dir eins und löse es mit der Geste oder dem Sprachbefehl aus. Verletz dich dabei nicht. Ach, Quatsch, nee, komm. Ganz cooler. So. Also, ich löse das Power-Up durch Stampfen oder mit dem Sprachbefehl aus. Das nenne ich Tempo. Easy. Und gleich nochmal. Ich habe dein Power-Up geladen. Löse es aus, wenn du bereit bist. Temposchub. Zeig mir, was du drauf hast. Also, Stampfen funktioniert und der Sprachbefehl funktioniert auch. Zeig mir, wie du dein Power-Up mit Publikums Liebling Sprüngen und Tricks auflädst. Setze es dann nochmal ein. Nicht übel. Du bist ganz schön gut. Komm schon, die Rampen sind keine Deko. Spring ab. Habe ich jetzt natürlich verpasst, da hätte ich natürlich die Rampe mitnehmen müssen. Also hier ist noch eine, probieren wir mal, ob wir die noch kriegen, ja. Ja. Ladung gefällig. Spring von der Rampe und lehn dich vor oder zurück für einen Salto. Das haben wir doch gleich wieder. So. Einen Hinweis? Bin ich etwa eine Ratgeberkolumne? Wie wär's, wenn du ein wenig um die Mühlen kurbst? Etwas wagemutig, aber gut für Power-Ups. Ja, man muss den Fuß echt hochheben. Wenn man nur so ein Stück hebt und tritt, dann passt es gar nichts. Oh, schöne Mine. Ja. Jetzt? Glückwunsch, du bist jetzt ein Wake Racing Profi. Welchen Profi? Okay. Es ist an der Zeit, die Adlerlegion zu treffen. Die edelsten Athleten und eines der drei vorherrschenden Teams. Stell dich vor, wähle die Empfehlung mit deiner Hand aus. Alles klar, ich würde sagen, dann machen wir erstmal Stopp. Kleine Einführung in das Spiel. Wen es interessiert, einfach mal drunter schreiben, abonnieren, kommentieren. Ich freue mich. Demnächst wird es immer mal eins davon hochkommen. Schätze mal alle 2-3 Tage. Und ansonsten schauen wir mal, was da noch so passiert in den nächsten Folgen. Bowling gibt's noch. Dann haben wir noch Bergklettern, Schießen, Fußball und dieses Wake Race. Und ich glaube Tennis. Auf die Probe. Wähle die Aber weiß ich nicht genau. Wir gucken einfach mal. Ich werde mich mal ein bisschen damit beschäftigen. Werde mal ein paar schöne Sachen für euch aufnehmen. Und ja, vielleicht sogar ein paar Kumpels finden, die mit mir mal eine Runde Bowling spielen, ein bisschen gegeneinander. Alles klar, bis demnächst. Euer No Real Life Team. Ciao, ciao.